Hallo Zockerfreunde und weiter geht's in die Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir müssen ja noch Meridas Licht hier durch die Katakomben und alles führen. Machen wir das. Und ich hoffe, die hat eine echt gute Belohnung dafür, weil hier, das ist ja eine richtig Rumrennerei und ohne Rumklickerei alles aktivieren und so, ne? Na gut, wir haben hier schon ordentlich gelootet. Aber hey, ich will trotzdem noch was Besseres. Und hier liegt da auch noch ein bisschen Gold daneben. Das nehmen wir natürlich mit. Aktivieren wir das? Dann geht dann die Tür auf, okay? Gut. Aber umschauen möchte ich mich trotzdem mal, falls hier irgendwo so eine Truhe versteckt ist oder so, ne? Ah, der hat Gold. Nur eins? Ne, ach ne, ich habe mich verguckt. 20 hatte. Aber wenig. Die anderen hatten mehr. Das nehmen wir auch mit. Ah, da ist eine Truhe, seht ihr? Aber erstmal gucken wir hier den hier. Der hat 40 Gold. Wird das jetzt weniger oder was? Gucken wir hier. Okay. Und da? Oh yeah. Das nehmen wir mit. Gut. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, ich irgendwie auch nicht. Aber wir müssen da trotzdem durch. So, da warten sie schon auf uns. Da warten sie schon auf uns. Kümmert euch mal drum, ich mach mal hier die ganz gefährlichen Sachen, ne? Ihr achtet mal ein bisschen drauf, dass er mich nicht als erwischt. Wäre eine feine Sache. Komm hier. So. Und dann. Alter Schwede. Ich bin gerade. Nein. Haben die mich gerade getötet? Haben die mich gerade echt getötet? Nein! Sie haben mich schon wieder getötet. Okay, gut, machen wir weiter. Und aus irgendeinem Grund habe ich hier eine Menge Zeug, was Gewicht hat. Weil ich konnte nämlich gerade nicht schnell laufen. Das hat kein Gewicht. Okay. Gut, irgendwas hat mich gerade schwer gemacht. Ich weiß nicht, was es war, aber jetzt wird da auch wieder in der Truhe was drin sein. Das ist ja alles, wir sind hier zurückgesetzt worden sozusagen. Dadurch, dass wir gestorben sind. So. Schauen wir mal. Und, ein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, du gehst vor. Und, können die hier vorgehen? Die haben mich eben schon getötet. Okay. Genau. Ja. Ein bisschen extra Schutz ist eine feine Sache. Ja, genau. Kümmert euch mal darum. Macht sie alle. Los, bevor sie mich töten. Genau, fies. Mach das. Okay. Der macht mich langsam. So. Alter Schwede. Der Depp macht mich langsam. So, und jetzt kriegst du erstmal ordentlich Hauer hier. Komm, jetzt weiß ich, warum ich vorhin nicht geheilt wurde. Der hat sie eingefroren. So, komm schon. Alter Schwede. Huh. Das packen wir einmal ein. Irgendwas erwischt mich doch ständig noch. Der ist das. Da, den müssen wir alle machen. Komm schon. Das Viech ist ja richtig schrecklich. Okay. Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Ja. Nehmt Dämmerbrecher von seinem Sockel. Okay. Haben wir. Jetzt haben wir. Okay, geht's jetzt hier wieder raus? Du solltest nicht direkt im Licht stehen. Ist eine blöde Idee. Habe ich auch schon probiert. Okay, sind wir wieder oben, ja? Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Echt jetzt? Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt.
Führt ihn in meinem Namen, auf dass mein Einfluss wachse. Okay. Ich behalte das Schwert, aber ihr solltet jemand anders suchen, eure Religion zu verbreiten. Oder ich werde diese mächtige Klinge in euren Namen führen. Es spielt keine Rolle. Selber. Die Pflanze weiß nichts von den Strahlen, die ihr die Wärme der Sonne bringen. Wenn ihr den Dämmerbrecher tragt, so wird mein Licht die Welt berühren. Okay. Hat die mich gerade als Pflanze bezeichnet? Echt jetzt? Nicht dein Ernst, oder? Okay, gut. Können wir den Stern wieder mitnehmen? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Gut, dann eben nicht. Aber da rein will ich auch nicht nochmal. Aber ich will mir das Schwert mal anschauen. Wir haben ja einen mächtigen Dämmerbrecher. Halt, warte mal. Doch, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich will mal gerade schauen. Vielleicht haben wir ja Bücher dabei, die wir noch nicht gelesen haben. Die uns vielleicht ein bisschen was Besseres bringen. Die uns vielleicht verbessern. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Gut. Jetzt schauen wir uns mal den Dämmerbrecher an. Wo ist dann der? Da. Schaden 15. Was macht unser Drachenflug? 25. So mächtig ist der Dämmerbrecher aber auch nicht, ne? Der steckt Ziele für 10 Schadenspunkte in Brand und... Echt jetzt? Nein. Nein, da ist unser Drachenflug besser. Da ist unser Drachenflug besser. So, hallo Pferdchen. Dann, ich will mal gerade... Nein, das nicht. Das. Mal schauen, was wir als nächstes... Sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht. Der Hals der Welt. Sprich mit Angeier. Reine Glückssache. Suche Brignolf. Nein. Kein Zacken außer Krone. Werde vollwertiges Mitglied der Diebesgilde. Okay, verbotene Legende. Erforsche die Legende von Galdur. Drachenblut. Das wollte ich später noch machen. Sprich mit Aventus Aretino. Besuche das Museum von Dämmerstern. Das werden wir auch noch machen. Finde das Schwert des Roten Adlers. Das wäre vielleicht mal eine interessante Sache. Das Schwert des Roten Adlers. Vielleicht ist das ja ein bisschen stärker, ein bisschen mächtiger. So. Moment mal, ich höre da was. Ich hörte da oben. Genau. Das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch mit. Hier kriegen wir ein neues Wort. Schöne Sache. Luftelementare Raserei. Okay. Gucken wir doch mal. Magie. Ein bisschen Magie in die Suppe. Der Turm erfüllt deine Arme mit der Geschwindigkeit des Windes und ermöglicht schnellere Schläge deiner Waffen. Aufladen 24, okay. Interessant. Nein. Wir aktivieren es auf jeden Fall mal. Vielleicht ist es ja doch noch interessant. Dass wir schneller schlagen können? Probieren wir mal. Okay. Okay, gut. Die Waffe ist bereits verzaubert. Ach, wir müssen dann eine unverzauberte Waffe haben. Ja, das ist ja Blödsinn. Nein, wir machen hier unerbittliche Macht. Damit können wir nämlich alle so weghusten. Fuß, Bro! So, Fuß, Bro, da wollte ich eigentlich, aber egal. Gut. Wir wollen weiter. Und zwar. Moment, das muss da unten. Da ist das irgendwo. Da weiter. Da müssen wir hin. Da würde ich sagen, wir Tempel Himmelsflucht von dort aus machen wir uns dann dort weiter. Ja. Dort gehen wir dann weiter. Okay. Ist hier noch was drin? Nein, das hatten wir. Hier waren wir schon mal. Hier haben wir nämlich schon gelootet.
Okay. Ah, hier sind wir. Ja, aber hier will ich gar nicht hin gerade. Machen wir uns mal hier wieder raus, sofern wir das können. Ja, das hatten wir ja alles deaktiviert. Das war doch hier, wo wir beweisen sollten, dass wir Drachenblut sind. Gut. Ich will aber raus. Ich will raus. Irgendwo muss doch... Nein, das ist alles leer. Das habe ich alles schon gelootet. Hä? Da ist noch was drin? Echt? Habe ich noch nicht gelootet gehabt? Aber das ist leer. Gut. Und damit wir wieder ein bisschen schneller lernen, würde ich sagen, mach mal hier so einen richtig langen Winterschlaf. Das ist immer ganz wichtig. Und wenn ihr zu Hause sozusagen, also in eurem eigenen Bett schlaft, dann ist das noch besser. Dann seid ihr noch besser ausgeruht und dann lernt ihr noch besser die Fähigkeiten. Also dann levelt das schneller auf oder so. Also die einzelnen Fähigkeiten. Gut, ja, da will ich weiter. Hier raus. Genau. Die Insel Solzheim befindet sich im Nordosten von Himmelsrand. Die Nordmeid im Hafen von Windhelm befördert gelegentlich Passagiere zu und von der Insel. Okay. Gut. Wie gesagt, Solzheim, das machen wir auch noch. Wir müssen... mein Pferd ist jetzt gerade nicht hier, ne? Das dachte ich mir fast. Okay. Hätte nie herkommen sollen. Ja, jetzt bin ich aber da, und nun? So. Genau. Da bin ich irgendwas aufgestiegen. Irgendwie. Ach, da hinten. Fuß runter! Genau. So, erstmal weggehustet hier. Wenn ich huste, seid ihr weg. Oh, du hast eine Menge Zeug bei dir. Aber du hast auch Gewichte, jede Menge. Das muss nicht sein. Pfeile. Das Pfeile ist immer gut. So. Zack, zack. Irgendwie ist nicht alles gewichtslos. Dann muss ich die Mods nochmal durchschauen. Habe ich bestimmt irgendwas vergessen. Ja. So, dann. Da weiter. Die Richtung war was willst du denn? Heul doch nicht als rum. Bis hierher und nicht weiter. Was bis hier und nicht weiter? Warte. Achte mal drauf. Hier. Zack. Futsch bist du. So. Du hast schöne Klamotten. Die nehme ich mal mit. So richtig sexy sah die aus. Kommt. Ja, bin ja schon da, bin ja schon da. Warte. Alter Schwede. Oh, richtig sexy. Okay. Das ist ordentlich was wert, das brauchen wir auch. Sehr gut. Das ist 200 wert, aber es hat ein Gewicht von 6. Also, ne. Nehmen wir nicht mit. Warte, noch was. Kannst du ja mal... Ach. Hier ist noch irgendwo wer. Jawohl. Da ist noch wer. Jetzt hänge ich hier fest, ne? Nein, häng ich nicht. Oh, eine Hexenade. Ha! Das brauchen wir auf jeden Fall. Gut, wir wollen aber in diese Richtung weiter irgendwie. Jetzt müssen wir irgendwie da über Berg und Tal und so, ne? Moment mal, hier habe ich was gehört. Genau. Nirnwurz. Das klingelt immer so. Kommen wir da über den Berg rüber? Wenn ja, wäre cool. So. Hier rauf. Irgendwie. Gut, schauen wir mal. Wir haben nicht mehr viel Energie wieder. Jo, hier geht's weiter. Das ist gut.
Kommt ihr beiden? Wo ist denn Lydia schon wieder? Wo ist denn... Ewig sucht man diese Frau. Die ist bestimmt irgendwo sich am Schminken, ne? Hast du wieder geschminkt, ne? Ist klar. Was hast du da für ein geiles Schwert? Das sieht ja mal schick aus. Okay, gut. Hier müssen wir rauf. Hier müssen wir rauf. Keine Pflänzchen, nix. Das sieht aber armselig aus hier. Mal besser Wölfchen rufen. Ja, das, ich hab mir da schon gedacht, dass da wieder was auf uns war. Och, und Wölfchen platt gemacht. Glaube ich aber nicht. Mein Hund hast du platt gemacht. Ach, die kümmern sich drum. Guck mal erstmal hier, was du Schönes bei dir hast. 90 ist das wert, okay? Gut, genau. Was hast du so bei dir? Nix? Doch. Bogen. So, das nehmen wir mit. Gut, was hast du hier noch? Oh, Gold. Gold. Gold ist immer gut. So. Dann. Da rein. Da rein. Was wird uns da erwarten? Noch mehr Monster? Noch mehr von diesen Idioten hier? Oder noch mehr sexy Klamotten? Das und noch mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.